Kommt der hier hoch, der Tölpel, wenn ich jetzt auf ihn schieße? Weiß ich nicht. Okay, wenn ich ihn treffe, meine ich? Dann könnte das passieren, er kommt nicht. Ja. Er kommt nicht. Okay, er versucht's jetzt so. Aber er schafft sich. Okay, er schafft's doch. Dankster! Weil ich kann fliegen, du nicht. Aua. Langsam ist uncool. Nächster. Nächster. Oh. Können wir wieder ein paar Schenkel grillen? Komm mal mit. Warte, Vorsicht hinter dir. Ja, ich seh's. Jetzt stich doch zu, du Idiot. Ach. Boah, Alter. Der war gut. Na, ist ja auch der Eisenspeer, ne? Den wir da gefunden haben. Und dir gecraftet. Guck mal hier. Das hier ist Ton. Sekunde. Da. Also der muss wirklich richtig hingucken, weil der verschmilzt quasi mit der Umgebung, wie du siehst, ne? V. So, warte. Hier ist einfach Ton. V. Den mache ich jetzt, wegen, ne, dass wir beide die Bauteile haben. Jawohl. Und jetzt, Alter, Steinfundamente, bla bla blub, jetzt geht's ab. Bei mir ist Ton unter der Erde. Laut der V-Ansicht. In dieser Gegend hier, Robin, ne, sind die Gegner absolut tödlich. Also in der Rüstung, die wir gerade haben. Okay. Außer er hier. Er geht noch. Der wollte an mir lecken, der spinnt wohl. So, jetzt müssen wir halt echt, wir müssen hier gucken. Ich weiß. Ist denn jetzt schon wieder da? Wo es viel Ton gibt. Ja, zum Beispiel die fünf Klumpen, die hier dran kämen an der Höhle. Ja, nee, das ist noch nichts. Oh, genau, Gott. Einfach draufstellen und nach unten gucken, ja. Ja, halt gerade probiert, aber bin runtergerutscht. Wo ist denn er jetzt, hä? Ich baue hier oben die fünf Tonklumpen ab. Okay. Na, hallo? Walheim Vibes, Silberabbau. Kein Problem. Wir versetzen einfach Berge und nehmen drei Silber mit nach Hause. Die zwei sind aber kacke jetzt zu erwischen hier. Dass man hier keine Räuberleiter machen kann, ist ein bisschen doof, ne? Ach, Scheiße. Pass auf, Robin, einfacher Trick. Hoch. Oh, stopp. Hoch und. Oh Gott, ich bin gar nicht dran. So. Wie viel sind das jetzt? 22. Naja, ist ein Anfang. Ich hab nochmal 5. Wenn du es gerade sammelst, gebe ich es dir. Ja. Gib. So, wollen wir auch Steine mitnehmen dann eventuell? Weil könnte ja wichtig sein. Ja, Steine sind dann halt wichtig fürs Bauen. Wir brauchen den halt jetzt erstmal dann auch. Der da oben, Robin. Ja, der da oben. Du stirbst, ich wette mit dir. Der will ein Speer ins Gesicht, okay. Ich warte hier einfach mal. Alles klar. Ich lass dich das mal ausprobieren, weißt du? Ja, alles klar. Und ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht skaliert er dann ein bisschen runter. Ach so, er schlägt erst so, wenn ich zuschlage. Alles klar. Was ist denn das für ein kleiner Fiesling? Dass man nicht auf den drauf hüpfen und dann oben reinstechen kann. Natürlich, er erwischt mich in der Luft. Dein Ernst? Nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Wir sind noch nicht fertig, warte. So. Wir kommen wieder. Keine Frage.
Alter, der hält aber wirklich. Hei, hei, hei. Danke dir, Bruder. Oha. Ja. Wow. Zum Glück macht der kein Gift, Alter. Zum Glück macht der kein Gift, ey. Ich hab doch zwei Lebenspunkte gehabt. Die sind richtig krank, die Viecher. Aber die geben Chitin ohne Ende. Ja, 6 schwere Chitin. Und aber ganz viel anderes Gedöns. Selbst mit der besten Rüstung, ja, die du hier bekommen kannst, machen die dir so viel Damage, das ist unglaublich. Also ich glaube, wenn man den alleine machen möchte, vorher Pflaster und Trank rein und dann erstmal immer ordentlich zimmern. Also die sind schon eklig. Und da hier, guck mal, rechts von dir, siehst du das da hinten? Ihn hier? Warte. So, ja. Oh! Der ist ein bisschen größer. Das ist eine neue Art, ja, der haut auch gut rein. Ich geh mal nach Ton gucken. Viel Spaß. Ich sag doch, das hier ist schon Endgame, ne? Ach so, du bist wieder ein Hammer ins Gesicht, kriegst du. Boah, sind die nervig. Ausdauer. Nee, nicht Ausdauer, Leben. Ach so, schon tot, gut. Down, ja. Ich will nur die Käfer lymphen. Die brauchen wir jetzt nämlich ohne Ende, genau. Der hatte übrigens auch Chitin dabei, was wir wieder einschmelzen könnten. Dann das Ton. Ja. Willst du erst abbauen? Naja, ich nehme ruhig alles mal mit, bis Hacke beschädigt ist oder Inventar voll. Oh, weil ja da hinten ist eine Echse. Ja, Hacke du mal. Ich halte die im Auge. Ah, die ist da in der Nähe, ne? Also Vorsicht. Genau da, wo du jetzt hinläufst. Ja, aber hier ist auch Ton. Oh oh. Hab ich die jetzt getriggert? Nee. Guck mal, da steht ja Aloe Vera. Können wir das abbauen? Ja. Bringt das was? Nein. Nee, kannst du nicht abbauen. Oh. Ich war auch so, wuh, geil, Aloe Vera, weißt du? Jetzt geht es halt darum, dass wir die Schmiede und so bauen können, ne? Und den anderen Ofen. Und dann können wir uns an Steine wagen und sowas. An Steinwände und sowas. Aha. Oh, da hinten ist schon wieder so ein Dreckskäfer. Ich sehe ihn doch schon, Alter. Ich habe schon wieder auch was abgebaut. Hm, mhm. 13 Stück hier bitte. Dankeschön. Nicht neben dir. Guck mich gerade nur noch mal eben um, aber nö. Wir waren fleißig. Ja. Wir waren fleißig. Und dann mal reparieren, wenn es geht. Hier. Ja, warte. Ja. Hinter der Wurzel. Oh, was wächst denn da? Sag mal, hier. Wie nicht. Hä? Wie nicht genug Material. Was brauchst du? Fasern. Die habe ich jetzt für die Pfeile hat er die genommen. Warte mal. Gregor, was am Programm ist, wir holen gerade Ton. Weil wir Musik machen wollen. Warte, noch einen, dann habe ich genug. Da stand noch Sauerampfer, der bringt auch Fasern, ne? Aber da ist halt Käfer und Echse. Wo bist du denn jetzt? Bin hier oben. Hast du? Ich sollte alles haben, ja, Moment. Kollision, ich gebe dir gleich Kollision. Hier, so. Schangedön. Was ist denn, du? Da ist wieder ein Tölpel. Zyklamenrot. Aha. Hm. Was bringt's? Blüten, sehr viel Nektar und nochmal Blüten. Ja, genau. Okay, das also bringt. Ich nehme Nektar mit. Ja, gut. Weil Nektar brauchen wir für ganz viel Scheiß eigentlich.
Das bringt sogar mehr Nektar als die Mohnblumen. Ja, ja, also hier gibt's alles irgendwie immer ein bisschen mehr von den neuen Sachen. Ist hier nicht? Die Gegend ist halt aber auch unheimlich schön gemacht. Vorsicht, hier, Tölpel! Wieder. Was, wo? Der ist schon weiter gekrabbelt. Ja, ist geil hier, also optisch. Ja. Aber wie überhaupt alle Biome, ne, die sie so gemacht haben. Ja. Finde ich echt mega gemacht, alle. Da ist wieder, jawohl. Ja, Tölpel und Ton. Hast du den Tölpel im Blick? Ich würde hacken. Ja, der Tölpel hat uns, glaube ich... Nee. Wie blöd ist denn der? Er guckt mir genau ins Gesicht, weißt du? Ja, siehst halt aus wie sein Vetter mit Flügeln. Jo. Robin? Warte. Oh. Ach, schon wieder deinen Spaß da oben, oder mich, ja? Bin halt runtergefallen. Ah. Warte, hast du ein Problem oder was hier? In den Arsch! Ich treff nicht, scheiße. Achso, er ist schon tot, deswegen. So, Inventar kurz mal sortieren, weil ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr, wenn wir mal ein bisschen aufräumen. Giftdrüsenflügel und Lymphen. Hab ich nicht. Ich hab fast nicht. Nö. Tölpelschenkel. Nö. Zweierlei Chitin. Nö. Herzen und Eier. Nö. Weißt du was? Dann kriegst du jetzt den ganzen Scheiß, den ich gerade genannt habe und ich kann dafür Ton mitnehmen. Gut. Ja, das ist doch für dich in Ordnung. Ja. Da drüben bei der Hornisse ist wahrscheinlich auch Ton, oder? Kann gut möglich sein, ja. Also ich da weiß in Richtung nicht, asiatischen Brunnen, was das sein soll. Ja. Oh, Alter, was war das jetzt? Was? In die Pflanze vor. Oh. Okay. Ist der Loot bei dir gelandet? Ja, wa? Ja. Gut. Oh, wie der mein Inventar jedes Mal neu durchsortiert. Ich hasse es. Das wäre cool, wenn man einfach im Inventar irgendwie per Tastenkombination den Slot sperren könnte. Wir sind übrigens Johannisbeeren. Was? Wo? Ja, ich kann nichts mehr aufnehmen. Jetzt ist mein Inventar zugerammelt. Okay. Aber weißt du, wie ich es meine, dass ich sage, oben links die erste, da lege ich mir jetzt meinen Bauhammer hin und dann sage ich im Inventar sperren, damit er das da nicht mehr umsortiert, damit ich ihn immer wieder finde auf die Schnelle. Ja. Hier an den Mauern meistens, also dahinter, klebt auch immer massig von dem Zeugs rum. Ach, das ist ein Zaun. Ah. Aber? Hier gibt's Ecken, Robin, die sind so wunderschön. Hier ist auch noch, siehst du? Ach da. Hier überall. Zack. So. Aber die schwarzen Käfer, ne, die haben sie in sich. Oh ja. Definitiv. Und die Echse will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Die ist Tatsache, ein bisschen leichter wie der Käfer. Was? Echt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Der ich Käfer meine, gut, okay, der Käfer hat halt, der ist halt tanky ohne Ende wahrscheinlich, ne? Aber die Echse, ja, hätte ich gedacht, die macht pausenlos Schläge und du kommst gar nicht erst zum Ausweichen oder Blocken. Nee. Wir gehen jetzt gerade in Richtung des letzten Bosses eigentlich. Ich weiß aber halt nicht, ob der auch schon da ist. Sag mal, wow. Gregor, seit wann habt ihr in Österreich nicht mehr draufzustehen, wie viel Umdrehungen das Ding hat? Ist das keine Pflicht mehr bei euch? Oh, wollt mich gerade mal gucken. Oh oh. Decker, Mahlzeit.
Grüß dich, mein Lieber. Wir sollten uns irgendwo einen Unterschlupf basteln. Es wird Nacht. Okay. Und hier oben sind zwei von den schwarzen Käfern. Die wollen wir... Du hast gerade ein bisschen Roboterstimme bei mir. Ah, er ist weg. Toll. Das nenne ich Timing, Leute. Und dreimal bitte raten, wer das Baumaterial für den Unterschlupf im Inventar hat. Diejenige welche, der gerade einen Disconnect hat. Ja, er ist geflogen vom Server. Schön. Oh, komm schon, Spiel. Wirklich. Bin ich da. Ich hab dich kurz gehört. Bist du wieder richtig da oder nicht? Ne, jetzt hoch damit. Oh Mann. Oh, Alter, wo springt er denn jetzt gegen? Okay, das Ding ist Deko. Kein Spot, wo ich die Nacht verbringen kann. Schrägstrich Baumaterial dafür. Das hat nämlich jetzt alles Fenrir im Inventar und dem ist gerade die Leitung abgeschmiert. Oh. 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 Schwierig! Hallo? Hallo! Da ist einer! Alter, auf einmal wieder das Internet weg, ne? Komm, ja. Vor allem auch wie passend, in dem Moment, wo du sagst, wird langsam dunkel und Viecher hier und Nacht ist scheiße und tödlich und ich denke mir so, jo, geil, okay, das bauen und zack, weg bist du. Okay, geil, du hast das Material zum Bauen. So, Stream ist auch wieder da, hoffe ich. Ja, Stream ist auch wieder da. Oh Mann, mit einem Schlag wieder ein Puff, Internet aus. Danke. Ah. Oh. So, nee, hier. Ach, und diesen muss ich auch noch machen. Willkommen zurück, Chef von Fenrir. Ist schon wieder weg. Oh nee. Doch, also OBS. Ich höre dich noch. Ja, aber OBS sagt nö. Hä? Also dein Stream ist bei mir noch da, aber ich habe natürlich auch immer so ein bisschen Delay, ne? Ah ja, jetzt das Standbild. Was ist denn jetzt mal wieder los, Alter? Hast du dein OBS neu gestartet, richtig? Weil das spinnt doch immer so gerne. Auch mit dem Ton dann, ne? Musst du wieder gucken, ob der Auf Ton dem richtig da ist. Schlüssel konnte nicht zugegriffen werden. Was geht dann jetzt ab? Ach, du bist abgemeldet von Twitch. Warte mal, ich starte mal OBS neu und so weiter. Ja. Ah. Haben die mich jetzt rausgekickt oder was wegen dem Internet? Nee, nee. Das ist gerne mal so, dass OBS da rumspinnt und dann einfach mal der Meinung ist, okay, dann disconnecten wir jetzt auch einfach mal von Twitch. Richtig. Ich habe übrigens auch seit dem letzten Update keine Stream-Info mehr in OBS drin. Ist nicht mehr machbar als Docking Station. Nee, nicht Docking Station, Dock meine ich. Bist du noch da, Fenrir? Ah, ich glaube, seine Leitung ist komplett weg wieder.
Leute, macht mit dem Rauch nicht nach, ist sowieso nicht so ein teuer, ich hab mir extra E-Welt. Und ich brauch mal dringend Durchzug, das ist so eine Plörre Hitze hier drinne. Oh, wie sofort eine kühle Luft hier reinströmt, Alter. Oh. Und Robin, was machst du so in deiner Freizeit? Ach, ich sitze in meiner Sauna. Ach, cool, Mensch, sowas kannst du dir leisten. Ach nee, es ist eigentlich bloß ein PC-Studio, aber die Monitor und die Rechner, die heizen den Raum so auf, dass ich hier immer sitze wie so ein Schwitzenheilig in der Wüste. War komplett abgeschmierter Stream. Er sitzt bei mir im OBS noch drin? Aber ich höre ihn nicht und er mich anscheinend auch nicht. Ist natürlich blöd jetzt. Ich harre jetzt einfach hier aus. Meine, irgendwann ist die Nacht ja auch rum. Ja, zur Hälfte haben wir sie schon und wenn er wiederkommt, ist wahrscheinlich dann Sonnenaufgang. Aber ich jetzt alleine hier drinnen, das wäre dumm. Ich kenne mich hier gar nicht aus und ihr wisst, ich habe eine Orientierung wie eine Kartoffel. Wisst ihr höchstens, wo Skadi ist, aber es bringt mir auch nichts, weil Baum ist da. Ich weiß nicht mal, ob hier irgendwo ein Baum ist, wo wir uns retten können. Oh, Entschuldigung, ich vermute da. Sieht so aus, als wäre da einer. Muss aber auch nicht sein, ne? Muss nicht sein. Ah, jetzt ist er aus dem Discord rausgeflogen bei mir. Na, gucken wir mal. Ist doch bestimmt gleich wieder da. Da fällt mir gerade auf, ist die Mera überhaupt noch da? Oh ja, ist sie noch. Okay. War es schon so spät? Ach gut, ich denke mal, den Lurk bei Kai kann ich jetzt komplett schließen. Ich denke nicht, dass er jetzt noch die letzte halbe Stunde online kommt. Wäre ein bisschen komisch. Und sorry an die Zuschauer auf YouTube, dass jetzt hier nichts passiert. Ja, ich weiß, Mera, dass du noch da bist. Ich habe bloß im Discord geguckt, ob du da bist, deswegen. Weil wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich es schade gefunden, dass ich verpasst habe, dass du Tschüss gesagt hast. Nee, der Kai hat schon Bock, aber kein Internet. Achso, wegen Kai einen Bock. Hm. Ah, trotzdem, Gregor, mal eine Frage. Ist das irgendwie neu, das... Achso, Mensch, da oben. Ich habe unten geguckt. Achso, ja, gut. 5,2. Hörst du mich? Oh. Ja, ich höre dich. Gut, ich habe den kompletten Rechner einmal neu gestartet. Ah. Es ging ja gar nichts mehr. Grad. Du bist gerade ziemlich leise auch. Ich hab gesagt, es ging ja gerade gar nichts mehr auf einen Schlag irgendwie. Ah. Ja, Gregor, ich hab's ja jetzt gefunden. So. Ich bin's gewohnt, immer unten in den Beschreibungen nachzugucken, wo auch die Zutaten stehen, aber bei der Dose steht's oben drauf. Eieieiei. Und da geht der Stream auch wieder weiter. Sorry, Leute, keine Ahnung. Manchmal macht halt, ne, Internet, was es will. Ja, bis du wieder eingeloggt bist, ist Tag. Ist gerade Sonnenaufgang. Na, ich bin sowieso in der Base, ne? Ach ja. Mhm. Aber gut, du kannst mit einem Schwung rüberfliegen. Ja, ich komm wieder zu dir. Ja. Also ich harre jetzt hier mehr oder weniger oben auf der Mauer aus und hab die Nacht sicher hier verbringen können. Na dann. Konnte zwar nicht pennen, aber hab überlebt. Ach, sowas ist immer ärgerlich, ne? Das geht mir richtig auf den Sack. Rote Libellen. Ja. Aber hey, immerhin bist du diesmal nicht am Spawnpunkt gestartet.
Ach, das nee. Weiß ich noch nicht. Das Sturm. Weiß ich noch nicht. Sturm. Oh, wow. Und ich habe hier natürlich unter der Mauer keinen Schutz. Natürlich nicht. Habe ich hier Schutz? Auch nicht. Ach, leck mich, Spiel. Ist ja nicht so, dass das Baumaterial im Fenris-Inventar sitzt. Scheiße. Ach komm schon, Spiel, das ist doch geschützt. Och. Manchmal kann man aber auch wirklich arschig sein, ne? Hm. So, warte mal. Ja, wo laufe ich jetzt hin, ohne zu sterben? Am besten gucke irgendwie einen Höhleneingang oder so irgendwas. Ja. Ach, wirklich? Mensch. Schlauer Junge. Sorry, aber das war unnötig, Alter. Das war so unnötig. Da gibt's sowas. Ja, aber wo, Mann? Ich bin zum ersten Mal hier. Ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Blöder Sack, Alter. Ja, vielleicht ach, bist Mann, was denn du auch jetzt hier? Ach, der Kumpel bringst du auch noch mit, ja? Hier, ins Gesicht, hier. Da, noch eine Axt dazu. Da, genau. Schlange stehen ist immer gut. Und jetzt sterbt ihr verliest. Och. Ob es in einem Hornissennest sicher ist? Es ist losgebrochen. Ja, ich merk's. Du hast aber nichts ich suche dabei, was, noch. Was dich wärmen könnte, ne? Auch nicht. Wow. Aber töten kann mich der Sturm nicht, ne? Oder? Doch. Scheiße. Deine Lebensanzeige wird so weit runtergefreezt, bis du tot bist. Das ist jetzt dezent Kacke. Ach komm schon, vielleicht bitte, bitte, komm schon, komm schon. Vielleicht überlebst du es auch. Da kühlt. Toll. Der bringt nichts, ne? Ah, doch, er bringt ein bisschen was. Ah, nur minimal, toll. Hab mir eine Sekunde erspart damit, wow. Vielleicht ist der Sturm, bevor du drauf gehst, vorbei. Ja, oder ich bin tot, bevor der Sturm vorbei ist. Weil ich renne gerade orientierungslos durch die Gegend und versuche was zu finden, was Deckung bietet. Hey, wirklich? Oh, wow. Ist rum. Lol. Okay, was? Gut. Überlebt. 33 Lebenspunkte habe ich noch. Nee, 32. Jetzt hat's aufgehört zu ticken. Jetzt müsste ich langsam wieder aufwärmen. Ja, jetzt wärme ich wieder auf. Oh, Alter. Ey, hier kannst du dich ja nirgendwo unterstellen. Ich war sogar schon in einer Höhle drin, aber es hat nicht funktioniert. Ich war unter der Mauer, es hat nicht funktioniert. Unter der Wurzel auch nicht. Komisch. Also manchmal ist es eigenartig, ne? Ja. So, wenn ich mich irgendwo unten drunter verkrieche, dann ist doch Schutz. Ja. Na, oder halt entgegen der Windrichtung an der Wand dran, würde ja auch schon reichen im Real Life eigentlich. Ja. Warte mal. Was tut es hier? Bist du schon gejoint? Ja, ich bin doch schon lange da. Ich mache mich gerade auf den Socken. Also ich blicke in deine Richtung. Okay, ich kann dir eigentlich auch entgegenkommen. Muss halt nur auf Viecher aufpassen. Ja. Ich meine, ich hab's gerade im Sturm blind geschafft, hier durchzukommen und jetzt, ja, natürlich, jetzt ist eine Hornisse da. Natürlich! Zwei! Ach, komm schon! Ah, ja, Enskis. Du nimm doch den Speer in die Hand! Ist sie überhaupt anfällig dagegen? Ach, die hat keine Schwäche. Natürlich nicht. So. Aber sie ist tot und das reicht. Bist du jetzt mal dein Pflaster, du Idiot? Geht doch. So, eins Fenrir auf Kompass. Da. Goron, grüß dich. Jetzt nicht.
Jetzt nicht. Nö, nö, nö. Oh, da liegt noch Ton. Also ich bin auf dem Weg zu dir, ja. Nimm nur noch ein bisschen was mit. Ich habe eine Stelle gefunden, wo ich jetzt auf dich warten kann. Auf dem Weg zu mir wirst du einem großen, schwarzen, käfrigen Etwas begegnen. Einem Etwas? Ja. Groß, schwarz, käferig. Also ein Hirschkäfer. Ja, sag ich doch. Junge, geh kacken, Tölpel, Alter, ehrlich. Leck mich. Okay. Ich komm dir noch schneller entgegen, als ich dachte, Fenrir. Ja, ja, der Tölpel auch. Okay, au, der Alter, Käfer mit auch. Ins, mit ins Maul. Spring doch, du Scheißidiot! Oh. Wen er ins Gesicht haben? Er will einen Speer ins Gesicht, okay. Nee, der Tölpel will einen Hammer. Nee, der Käfer. Oh, er läuft weg. Oh. Oh. Noch an der Echse vorbeigerannt. Oh oh. Boah, Gott. Was denn? Das war knapp jetzt bei mir, ey. Bitteschön, gern geschehen. Dankeschön. Boah, der war jetzt. Hui, 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 hui. Vor uns. Ton. Ja. Ich suche gerade schon mal eine Spitzhacke raus. Magst du mal vorsichtig aber was zum Reparieren bauen? Ich glaube, unsere Rüstungen haben auch gelitten. Ja, mache ich. Warte. Was zum Geier? Wo sind meine Fasern hin? Alter, hat der schon wieder, ne? Hat er das nicht gespeichert? Ja, weil der Disconnect hat, das hatte kein Autosave. Es gibt doch Charakterspeichern immer wieder. Haben wir gleich. Ist gleich soweit. Ach nö, das bedeutet ja, alles, was du mir gegeben hast, ist weg, ne? Oh nee. Doch. Oh. Nicht Drecks Arschkackenspiel, ey. Nichts mehr im Inventar von dem. Ja, hat alles ziemlich gelitten bei mir. Boah, Entschuldigung. So eine Scheiße. Naja, dann kann ich jetzt wenigstens wieder mitlooten. Ja, toll. na, warte mal kurz. Komm mal kurz her. Okay, ich kann wieder nicht mitlooten. Ah ja, genau. Siehste, Tölpelbraten hatte ich eben auch freigeschaltet wieder. Jetzt wieder neu. Das ist ja für den Arsch, Alter. Ja, weil Charakter speichern ist halt das Autosaven, ne? Ja. Da hinten ist eine Echse, ne? Hier ist, hier ist Ton. Der Ton, ja, den wir vorhin schon abgebaut haben, ist wieder da. Ja, nach einer Nacht ist der wieder da. Tatsache. Springst hier hoch wie so ein Berserker, der ein Schild verbrechen will? Was machst du? Ton abbauen. Oh oh. Das klingt sehr groß. Der hört sich an wie ein Dino. Au, der schlägt doch mit dem Schwanz zu. Oh oh. Warte, warte, warte. Erstmal was nehmen. Danke. Wow, das war geiles Timing, Fenrir. Du schlägst, ich spring drüber, schlage, du schlägst wieder. Das war so richtig Bruder-Berserker. Geil. Schönes du hast Ding. Jetzt eine Echsenklaue aufgenommen, glaube ich, ne? Ja, aber nicht zum ersten Mal, glaube ich, weil ich habe keine Rezepte bekommen. Hier, sammel auf. Mhm. Hinter dir. Genau. Mein Inventar ist voll, natürlich.
Schmeiß irgendwas anderes hin. Ja, hier den Scheiß hier, so ein Bienenstachel braucht keine Sau, weißt du. Ja, nee, die Echsenklaue, ja, das kommt dann, wenn wir die Schmiede haben. Bestimmt. Dafür, aber so hast du es schon mal in der Hand gehabt, damit du es dann auch wirklich freischaltet kriegst. Dafür braucht man das. Also das Ding braucht man für den letzten guten Bogen mit 100%, weißt du, so eine Klaue. Aha. Oder drei davon. Vorsicht, da ist ein Käfer hinter dem Felsen hier. Ja, ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn im Auge. Oh, wie gut, dass ich dir den ganzen Ton gegeben habe, ne? Ja. Schlecht ist nur, wenn ich jetzt sterbe. Ja. Tschüss. Ja, du kannst auch selber auf Speichern drücken, ne? Ja, stimmt. Oh, oh. Ja, er hat mich. Oh, was wollte der nochmal? Alles. Der wollte Speer. Ja, denkst du? Kannst du da alleine hochklettern, du Mistvieh? Hier, ins Gesicht. Ja, er erwischt mich wieder in der Luft. Ach, das ist so kacke, ne? Der will doch. Ich meine, er schlägt nach unten, ich schwebe über ihn, er trifft mich trotzdem. Nein, er will kein Speer, Robin. Gucke mal richtig hin. Das ist Resistenz gegen Speer. Oh, nee, ne? Der will den Hammer. Aber er steht nicht da, dass er schwach wäre gegen Hammer. Nein, das Ding steht da, Schild, Speer. Schildsperr bedeutet, dass er dagegen resistent ist, weitestgehend. Ich stehe in ihm. Boah, ich habe jetzt bloß noch 2 Heiltränke übrig nach der Aktion. Ich habe noch 8, alles gut. Wird langsam Herbst. Hier oben ist noch, ja, hier, überall. Und dann sagst du mir mal, wie viel du hast. Vielleicht können wir sogar schon zurückgehen. Oh, baust du mal kurz noch eine Reparaturdinges wieder? Ja, mache ich. Geht immer so schnell hier. Ja, weil das halt auch, nur eine Nagel in einem Stock ist. Boah! Das Abreißen klang gerade so, als wenn ein Haus einstürzt bei mir. Okay, hier ist immer noch. Robin, da. Hier drüben. Hä? Warte, hier. Achso! Oh ja, Teufel. Ja. Moin! Und nicht schon wieder ein Wetter. Fick das Spiel. Das reicht, ne? Nicht in so einem Gebiet hier, bitte. Hier ist Gewitterverbotszone. Jetzt darfst du runterrutschen. Ja, ist okay, Char. Ist okay. Oh. Wie viel hast du? Kannst du mal kurz zählen? Fast 180. Das sollte erstmal reichen für die Schmiede und so. Wir könnten eigentlich wieder zurück. Okidoke. Ja. Zumal bald wieder dunkel wird. Also bis wir zu Hause sind, ist dunkel. Gibt's hier keinen Baum in der Gegend? Doch, da vorne. Nein. Nein, doch, hier gibt's da keine. Da ist doch einer. Da guckt doch da. Ja, aber der ist auf der anderen Seite. Ach so. Aber er ist näher dran als unser jetziger Baum. Besiedelbare Bäume gibt's in diesem Biom leider nicht, nee. Dies ist ein bisschen schade, ist dies. Oha! Da ist er gestolpert, ist er. Bist du tot? Nee. Aber ich hatte noch 12 Lebenspunkte und jetzt noch einen Heiltrank. Oh. Ich bin mal ganz kurz baden gegangen. Jetzt bin ich wieder sauber. Ja, zum Glück warst du vorher noch nicht nass.
Guckt sich um und sieht die kleinen Ringtropfen. Ah, warte mal, hier. Hier. Müssen wir aufpassen, da an dem Baum ist, glaube ich, die große Spinnenmatriarchin. Und geh ich einfach hier den Felsen hoch. Und Richtung Baum. Ah. Das ist der Baum mit der großen Spinnmaterialchen. Nicht da reingehen. Nicht? Nee. Ach, das ist Boss, oder wie? Ja, die ist kommt später noch. Noch ein Spinnenboss? Also, ich will ja echt nicht meckern, aber ein bisschen Abwechslung wäre schön gewesen, lieber Entwickler. Wir haben eine ganze Kolonie aufgeweckt. Ja, wie immer. Die sind nie alleine, die Viecher noch nie aufgefallen. Oh, fuck. Was? Hä? Wie schnell waren die denn jetzt? Die sind hinter dir gewesen, mehr oder weniger. Oh, au. Sorry. Ich hab das Flügel gesehen, die sich bewegen. Aber du warst in der Leiche drin, sorry. Erstmal einen Nackenschlag, weißt du. Vorsicht, Mücke! Bam! Ah, was schon wieder? Wo? Wo? Hä? Über uns, der Schmetterling wird gerade. Sprungstrich tot. In der Reihenfolge. Dann bauen wir jetzt nämlich noch die Schmiede und zwar auf. Ja? Hä, was? Verfolger. Henry, die Schmiede wird noch ein bisschen warten müssen, weil wo willst du die jetzt hinbauen? Oder musst die nach draußen? Nö. Oder wir bauen sie erstmal draußen hin, bis wir innen richtig aufgeräumt haben. Ansonsten wird's wieder kuschelig. Wir haben noch nicht mal die Küche umgezogen, richtig das neue Schlafzimmer eingerichtet. Hier ist die Spinnenmaterialchen, der Baum eben hätte doch geklappt. Naja. Hunger? Ja, wir können hier auf den Baum gucken, hier ist gleich der Aufzug. Praktisch. Oh, der ist aber echt gut gelegen hier, ne? Ja. Nicht ewig 3 Tage noch rumklettern hier. Einfach mitten auf dem Boden. Könnte man nochmal die Waffe wieder wegstecken? Ja, aber manchmal geht's auch nicht. Ist das Blöde. Ach ja, aber im Metaphor. Oh. Ja, genau. Wo ist denn jetzt hier wieder? Wo ist denn? Hä? Ach, hier. So. Ja, hättest du auch selber machen können, Fenrir, ne? Du musst nicht mal auf mich warten, dass ich den Larry so hier bediene. Eddie, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns im Rudel. Dankeschön. Oh, da stand sogar Knoblauch neben dem Aufzug unten. Ganz viel. So mit Ö. Ah, ich finde, das hat schon ein bisschen was, wie es jetzt da hinten vorlugt, aber ich krieg halt das da oben nicht richtig zu. Das nervt mich richtig. Hier bei diesen Außenstehenden. Die hier unten, die drei, die snappen wunderbar aufeinander. Also auch wenn ich Snap Points ausschalte. Aber oben halt nicht. Da ist halt immer so ein Versatz drin. Du hast da halt aber auch, ne? Du hast da ein Dach genommen für Ecken.
Das ist egal. Ah ja, sah, gut. Ja, weil von innen sah es spitz aus. Mann! Geh bauen. Hier, kannst du den Ton wegräumen. Ja, ich baue jetzt Dinge. Ah, hier liegt Ton. Ja, ich komme doch schon. Ich muss den Scheiß, ich muss doch erstmal meinen. Ich den Scheiß ohne hinterher hier, weißt du? Aber das ist ein Eckdach. Aber ich muss jetzt erstmal das machen. Tragen will ich nicht, weil ich heiße Fenrir. Krieg ich gleich Schläge? Mera, meine Liebe. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, Mera. Und danke für deinen Einsatz. Und sobald ich dem hier mal eine erwischt habe, kriegst du auch Mod, Liebe. Mera darf erst schlafen gehen, wenn ich Henry geschlagen habe. Ich habe auch diesmal absichtlich nicht die Giftkeule. Du blöder Saubeutel, jetzt komm her, Alter. Wir können so anders regeln, Freundchen. Ja, wenn du genau in dem Moment rollst, weißt du? Was? Immer noch nicht. Fendir, pass auf, bevor du dich totlässt, mach selber. Mach selber. Komm, zieh deinen Bogen, mach selber, komm. Komm schon. Ja, los, warte, bin ich zu schnell für dich? Ja, oh. Warte, keine Ausdauer. Das ist unfair, ich hab keine Ausdauer mehr. Wie gut. So, Dinge wegräumen. Ja, genau. Nee, hier war nicht. Ich guck schon gar nicht mehr. Ich mach bloß noch auf und sag, sortier ein die Scheiße. Und wenn nichts drin ist, was zum Einsortieren ist, ist auch okay. Jo. Ah, siehst du, da war was dabei. Giftdrüsen. Hatten wir hier nicht schon irgendwo Giftdrüsen gelagert, weil wir das für irgendwas zum Kochen brauchten? Oder war das nur drüben? Ich glaube wohl. Nee, dann war das nur drüben, wo wir auch die Fäden und so haben. Ja. So. Wo packe ich denn jetzt den Dön hin? Ich packe den Dön dahin, wo die Steine sind. Oder? Nee, es macht keinen Sinn. Warte, das macht keinen Sinn. Wir haben doch dafür hier neben dem Ofen und so, ne? Genau, ja, dann pack ich es dahin, wer so ist. Packe ich linke Reihe ganz unten rein. Mhm. Dann gehe ich aber erstmal pennen. Achso, und jetzt kriegt aber die Mera auch ihre Mod-Liebe natürlich. Liebes OBS. Die Stunden sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Erstmal Gori, danke für 100 weitere Gulden. 1991, genau, Gori, vielen lieben Dank für 100 Gulden. Danke schön. Und liebes OBS, warum darf ich meine eigenen Emotes nicht benutzen? Wegen der Sicherheit. Ich habe die sonst immer benutzen können. Du bist automatisch Stufe 3 und zwar für immer, ohne was zahlen zu müssen. Ja, ich weiß. Klar kannst du deine eigenen Emotes benutzen. Ich bin angemeldet. Gut, machen wir es halt über den Chat hier. Ach, guck mal, einer schau. Wer hätte es gedacht, ich darf meine eigenen Emotes posten. Fick dich, OBS, ganz ehrlich. Mera hat sich selbst schon Mod lieber jedem. Sorry, hat länger gedauert bei mir. Ich schlaf mich mal eine Runde. Dann schlaf dich mal eine Runde. Ich gehe jetzt auch nach oben ins Bett. Wump. Hat Robin ein eigenes Emote dafür, wenn er keine Emotes nehmen darf? Ich nehme mal an, es war Michi? Nee, Michi ist auch im Bett. Ah ja, es war Gori. Okay, Gori kriegt irgendwann auch noch ein eigenes Emote. Und das wird ihn nicht freuen. So, warte mal. Das. Das und das und das und das. So, Momente. Nee. Das kommt hier rein. Ich gehe Holz holen. Holz down, ja. Hm. Jetzt, wo du sagst, wenn wir jetzt Holz brauchen für die Schmiede und so, dann drehe ich am Rad. Naja, anderen schon für die Holzkohle. Stein haben wir auch nicht mehr so viel. Hatten wir auch noch nie.
Das stimmt allerdings. Wir haben und als wir gerade unterwegs waren, habe ich dich gefragt, warum wir vorsichtig haben wir Steine mit dem? Und du so, nö, brauchen wir nicht. Ja, jetzt ist noch nicht, weil jetzt erstmal Waffen und sowas Vorrang hat, glaube ich. Denk dran, die 10 Steinblöcke, die wir noch brauchen, die sind oben in einer der Kisten überm Lager. Die hat man schon vorbereitet. Ist dann jetzt schon wieder hier? Nee. Doch. Ah, was? Hier. Oh. Behalte ich. Oh, geil. Charakter gespeichert. Danke, Spiel. Ja, mache ich jetzt auch mal. Nicht, dass ich gleich wieder im Land der Fenrir? Ja. Hier ist eine große, fette Spinne an unserem Baum dran. Mit kleinen Spinnen dazu. Es ist ja, der Baum, den du meintest. Das ist die Matriarchin. Nicht dran gehen. Nein, habe ich auch nicht vor. Ups. Er hat sie gepult. Vielleicht du doch so triggern bist. Nee, ich hab sie nicht gepult. Ich wollte bloß so tun, als ob. Gori, mach's gut, mein Lieber. Danke fürs dabei gewesen sein. Du bist bald mal wieder. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt Schmiede bauen, habe ich gesagt, ne? Ja. Aber warte mal, Schmiede war. So, und jetzt müssen wir erstmal Tonmörtel bauen, nämlich. Tonmörtel bauen. Kronkorken gefunden. Noch mehr Kronkorken gefunden. So. Und Holz. Holz. Und noch Holz. Ganz viel Holz. Dimitri. Ja, Holz. Hey, Holz, ja. Willst du Holz haben? Tonmörtel. Und baller durch. Was braucht man dafür? Da brauchst du Ton und Käferlymphe als Wasser halt, damit du es zusammenrühren kannst. Ah, gut, jetzt haben wir endlich wieder eine wirkvolle Verwendung für die. Genau, deswegen hat ja auch der Kai gesagt, bitte, 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 bitte sammel das Zeugs. Ah. Weil wir hatten ja immer ein paar hundert auf Vorrat, weil wir haben die ja nur am Anfang mal kurz als Nahrung missbraucht und dann immer nur gesammelt. Genau, und du brauchst die halt am Ende für Mörtel alles zu machen, damit du Stein Dinge bauen kannst und. Entschuldigung, Leute. Oh, nice. So, und jetzt. Ja. Dein Ziegel sehen? Nee, warte mal, wir wollten jetzt erstmal baue ich Robin seinen Ofen hier für. Meinst du Backofen? Ja, damit du endlich mal ordentliches Essen kochen kannst. Es ist noch dasselbe Problem vorhanden wie vorher. Wir haben keinen Platz dafür. Deswegen habe ich ja den Anbau gemacht. Ja, dann stelle ich den jetzt halt erstmal in den Anbau. Okay. Wo du den dann hinhaben willst, das ist deine Sache. Okay. So, warte. Ja, das Falsche genommen. Bam. Hab ich jetzt. Hab ich zweimal 50er Essen bei? Nee. Hab ich nur vorlesen. Nur vorlesen. Ach, ja. Gutes Essen. Gutes Essen. So, jetzt muss ich wieder Steinziegel bauen, ne? Hast du noch die 10 in Betracht gezogen, die oben in der Kiste lagen, oder hast du die schon genommen? Die habe ich gerade für deinen Ofen genommen. Ah, jo. Jetzt gucken wir mal, warte mal. Steinziegel waren hier. Und dazu brauchen wir Feuerstein und Stein, natürlich. Das, was wir am allermeisten haben. Stein. Feuerstein. Das nächste Mal heißt es dann halt auch Steine farmen, ne? So, jetzt haben wir 30 Steinziegeln. So. Dann haben wir schon. Das Ding brauchen wir jetzt. Fasergarn einmal. Sehr schön.
einmal Fasergarn, bitte. Und dann stelle ich das Ding nämlich einfach erstmal hier daneben. Eisentruhe, errichtbares Bauwerk. Sehr schön. Na, jetzt ist halt doof, ne? Naja. Aber jetzt geht's nämlich los. Langpfeil, Eisenspitzhacke, Tölpelstreitkolben, Eisenhammer, Eisenschwert, Eisenaxt und für Robin, der springt mir gleich an den Hals und freut sich wie Sau, eine Eisensense, Robin. Robin. Falls du dich nicht mehr dran erinnerst, wir hatten letztes Mal schon in den Kodex geguckt. Achso, ja, gut, dann nicht. Aber ich freue mich trotzdem. Morgenstern, natürlich auch sehr geil, der macht nämlich Durchbohren und Stumpfenschaden. Es ist, eine coole Sache. So, dann werde ich jetzt... Und da brauchst du auch Echsenklauen für, nämlich 5 Stück. Ja. So, der Eisenhammer braucht Eisenbahn. Jetzt muss ich Bahn machen. Holzkohle. Eieieiei. Ich habe gehört, ich hole Baumaterial. Du gehst zum Parkplatz. Für was? Baumaterial? Also Eisen? Eisen habe ich doch geholt. 160 Stück. Achso. Also, Splitter, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Achso. Alles gut. Das habe ich nicht gemacht. Da war ich doch, wie du hier am Bauen warst, weißt du nicht mehr? Nö, weil ich war am Bauen. Ja, da war ich doch unterwegs, Dinge besorgen. Ach ja, Leute. Den mache ich auch mal hier hin. Insektenpelz haben wir ja noch ordentlich was da, ne? Dann nehme ich lieber Lymphen mit. Es ist so frustrierend, wie wenig Barren du aus diesen Splittern rauskriegst, ne? Echt frustrierend. Ich habe jetzt 26 Eisenbahnen aus 150 Splittern bekommen. Weißt du, was noch frustrierender ist? Wenn du auf einer Honigwabe draufstehst und drauf einhackst und kein Honig kommt raus. So. Auch noch spielen. Oh, es riecht nach Essen. Bei mir nicht. Nee, Frau Fendry hat gestern schon vorbereitet. Hier schön, was war's denn? Da hatten wir letzte Woche. Nee, nicht letzte Woche. Was war's denn? Am Mittwoch oder so? Dienstag oder Mittwoch haben wir hier so Lenden, eingelegte Lendenstücken bekommen. Schön. Hat sie jetzt. Also war im Angebot, ne? Also sonst kannst du dir den Scheiße ja nicht mehr leisten. Und ja, hat sie mitgenommen. Und es riecht auch so. Nach Lende. Dann würde ich mal den Hosenstall zumachen. Der musste jetzt kommen. Ey, der musste jetzt kommen. Gori, gute Nacht, schlaf schön. So, warte. Jetzt kann ich mal gucken. Robin, was willst du vornehmen? Du willst wahrscheinlich die Eisensense, ne? Ja. Verstehe die Frage. Die Eisensense. So, dann müssen wir gucken. Wir brauchen noch den Eisenhammer. Den brauchen wir für stumpfen Schaden. Da brauche ich 4 verfeinertes Holz einmal. Das könnte sogar klappen, Alter. Verfallertes Holz haben wir noch ein bisschen was über 20 da gehabt vorhin. 21, das... 21 nur? Oh. Ja, das klappt aber, es ist alles gut. Ach, dann hast du was zum Bauen gebraucht, ne? Ah, aber es waren vorhin sogar ein bisschen was über 30, möchte ich behaupten, aber ich hab's nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ah, hier die Eisenspitzhacke. Ja. Warte mal.
Die Eisenaxt wäre ja meins. Dafür brauchen wir vier Stoffstücken, die nehme ich mir mal. Ja, warte mal kurz, wegen Spitzhacke. Die Dornspitzhacke reicht doch auch erstmal, oder? Die Eisenspitzhacke ist um einiges besser. Okay, warum haben wir dann jetzt eine Dornspitzhacke gemacht, wenn wir doch eigentlich schon dabei waren, um an Eisenwerkzeug ranzugehen? Wegen der Sicherheit. Ist das jetzt mittlerweile immer deine Ausrede, wenn du keine Antwort mehr weißt? Ja. Gut. So, warte mal, 24, 33, 24, 36, kritischer Treffer 5. Also, es war mir lieber, als du in solchen Momenten noch Gagajul gesagt hast. Weil dann weiß ich wenigstens, was du meinst. Und Leute, macht das mit dem Rauchen nicht nach, sonst Gagajul. So. Robin, wo bist du, mein Lieber? Bruder. Gerade auf dem Weg nach oben. Gut. Ich erwarte dich mit Geschenken. Ich bleib noch ein Weilchen unten, das klingt schmerzhaft. Und da ich die Scheiße gebaut habe und habe diese komische Spitzhacke gebaut, bekommst du auch die erste Spitzhacke. Weil ich habe kein Material mehr für die zweite. Und das hier ist für vorhin. Arschloch. So, komm mal her, bleib mal stehen, bitte. So, Nummer 1, guckst du dir an? Warte. Ich habe keinen Haufen gemacht, ich habe das Inventar voll. So, Nummer 2. Ja! Hier, vor dir. Vor mir, meine ich. Mein Inventar ist immer noch voll, warte mal. Hier, Chitin. Ja, schmeiß noch gleich was raus, du kriegst noch was. Blüten. Und Nummer 3. Hier. Ist die süß! Okay. Nee, warte, was ist jetzt Sense, was ist Hacke? Ich räume erstmal mein Inventar auf. Das macht mehr Sinn, sonst blicke ich hier nicht durch. So, warte mal, das muss dahin. Der Hammer ist der Oberknaller hier. Warte. Lass mich raten, der Hammer ist der Hammer. Ja. Übrigens, ich glaube, wir brauchen erstmal keine Fasern mitbringen. Ne, Fasern haben wir erstmal genug. Kiste ist fast voll. War mal Öl drinne. Die Kiste ist seit einigen Streams leer. Da oben war keine. Ach, da war veredeltes Holz drinne. Fasern und. Jetzt habe ich das verfeinerte Holz haben wir auch zerballert. Gut. Guck, ich laufe mit dem Ding hier rum, Robin. Ja. Oh, nice. In meiner Hand. Das ist die Eisenaxt. Und die gilt auch wieder als Schwert, ne? Ja, die gilt auch wieder als Schwert. Du kannst aber auch ein richtiges Schwert bauen, ne? Aber. Ja. Ich war der Meinung, du wolltest halt wieder deine Sense. Ich finde den Move geil, mit diesen zwei Schlägen auf schweren Schlag machen. Ja. Das ist schon kräftig gewaltig, Egon. So, jetzt kann ich das nämlich erstmal wegpacken. Oh, jetzt müssen wir. Es muss wieder Eisen gefahren werden. Ach, scheiße, ey. Aber jetzt wird's besser mit dem dicken Hammer, den ich jetzt hier in der Hand habe. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt, wo wir besser ausgerüstet sind, macht sich das wieder einfacher, denke ich. Ja. Und Kai machen wir dann nach Bedarf. Ich weiß ja jetzt nicht, wann er wiederkommt und so, ne? Wissen wir ja nicht. Na, wenn überhaupt noch. Wenn er jedes Mal, wenn wir streamen wollen und eine Scheiß hat, dass er nicht mitmachen kann. Ja. Gut, wenn das Internet nicht geht, kann er ja nichts für, ne? Ja, ich meine ja bloß, aber es ist halt echt so ein Scheiß-Talent, ne? Ja. Gerade. So, das heißt, ich werde die nicht mehr brauchen, weil dafür jetzt Sense. Das heißt auch, ich werde den Giftstreik komm nicht mehr brauchen, von dem ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vollends überzeugt war. Der konnte zwar irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig und Gift, aber alles davon nicht so ultra gut. Wie gesagt, ich werde nochmal eine zweite Waffe bauen dann. Das ist dieser Streitkolben. Der hat Stumpfschaden und, durchbohren. Aber halt geringer wie der Hammer den stumpfen Schaden hat. Du siehst ja, der hat 39 bis 45, da kommt der Kolben nicht hin. Der ist halt gut gegen die Kakerlaken und so, ne? Und gegen die Käfer hier, der Eisenhammer. Weil die Stumpf brauchen. So. Und die sind halt dann auch immun gegen durchbohren, so.
Sag mal, funktioniert bei dir manchmal an der Werkbank oder sowas zum Beispiel auch nicht Escape zum Verlassen? Ja. Jut. Ist irgendwie ein blöder Bug. Gut. Schnellwahltaste so, Schnellwahltaste so. Interessant, dass er auf der Schnellwahltaste noch den Streitkomm hatte, den ich schon gar nicht mehr. Doch, den habe ich noch im Inventar. Stimmt. Schön. Moment. So, du kannst hier rüber. Du kannst auch hier rüber. Ja, Robin, wunder dich, warum er so komisch schlägt, obwohl es nicht die Sense war. Okay, es ist derselbe Move mit dem Hammer, aber der wird auch ordentlich Damage machen. Ja. Oh ja, wirbel rum, mein Freund, wirbel rum. Oha, die Sense ist geil, die Sense ist geil. Die ist schon, ja. Macht die eigentlich auch Rundumschaden, wenn ihr so rumwirbelt? Nee, ne? Wenn die vor dir so ein bisschen im Halbkreis stehen, ja, dann schon. Okay, das ist schon geil. Ja, doch. Gut. Wie sieht's aus bei dir zeitlich? Oh ja, ist ja schon alter Schwede. Ja. Heute haben wir schneller Zeit verbracht, als wir gucken konnten, ne? Ja, wir waren aber auch produktiv, Tatsache, ne? Also heute haben wir nicht irgendwie Scheiß gemacht. Also schon auch, aber... Was den Anbau angeht, da wird dekorativ definitiv noch was passieren. Also selbst jetzt mit dem improvisierten Kronleuchter bin ich auch nicht zufrieden. Die Zwischendecke finde ich schon geil, dass das so geklappt hat, aber das ein oder andere muss nochmal neu gesetzt werden oder abgerissen werden, weil das ist jetzt asynchron einfach. Ja, Gandalf und Stuni, macht's gut. Schlaft schön später. Schlaft schön, ihr zwei. Doppelte Mod-Liebe. Achso, darf ich ja wieder nicht über OBS machen. OBS ist ja wieder kacke heute zu mir. Moment. Ach, hier ist dein Ofen, ne? Hast du schon gesehen, dein ja, guten Apparat? Ich wollte gerade rangehen und dabei ist mir dann eingefallen, kann ich den Leuten ja gleich mal sagen, dass wir da definitiv noch die Deko noch mal ändern werden. Warum darf ich das jetzt nicht senden? Weil ich die falsche Tastatur nutze? Nee. Achso, Zeichen damit überschritten. Ja, okay, sorry. So. Und vielen lieben Dank für euren Einsatz, ihr Lieben. Jo, was gibt's denn jetzt hier alles? Ah, jetzt können wir endlich karamellisierte Ameisengedönse machen. 70 Nahrung, geil. Alles Mögliche, ne? Also. Wir können alles karamellisieren. Hol die Schrauben! Oder die Kasserole und so, ne? Das ist mega, was du hier so alles machen kannst. Ich frage mich nur, was es halt bringt am Ende. Hat alles dasselbe, ne? Na, es kommt immer darauf an, wahrscheinlich, wovon hast du gerade am meisten Material da. Ja. Aber fast alles braucht Mehl, ne? Nee, wirklich alles braucht Mehl. Außer die karamellisierten Gedönse. Genau, ja. Und die brauchen wiederum Nektar. Also es kommt einfach darauf an, was du gerade vorrätig hast. Wir müssen echt einen Spot finden, wo ganz viel Roggen wächst. Aber an diesem Ding hier, ne? Hä? An diesem Ding hier machst du das richtig geile Essen halt. Das ist, glaube ich, auch bis jetzt das beste Essen, was es gibt, was du kochen kannst. Du kannst ja mal kurz mitkommen, dass ich dir ein bisschen mal zeigen kann. Ja, Moment. Ich muss mir mal ganz kurz was in den Kopf schrauben. So, lecker. Mhm. Ja. Also, hier hatte ich ja schon erwähnt, hatte ich mir überlegt, kommt eine Arbeitsstation hin und die Kisten für diese Arbeitsstation kommt dann hier hin. Hier passen 6 Dinger hin, locker, wenn nicht sogar noch mehr, weil wir haben ja schon letztens probiert, man kann die Decken oben rankleben, die Truhen oben rankleben und da kann man sich theoretisch auch hier oben rankleben an die Wand. Ich muss bloß nochmal einmal so ein Rondell wieder setzen und dann kann ich anfangen Kisten zu platzieren oben. Das heißt, wenn ich hier stehe, könnte ich mir da oben einfach aus den Kisten was rausschnappen. Die Kisten sind dann über der Arbeitsstation. Und dasselbe könnte man theoretisch auch hier machen, wenn man dann Querbalken hätte. Wie mir gerade einfällt, geht ja gar nicht. Ja, ich hätte sonst versucht, mit Querbalken so. Hä? Was? Dreh doch einfach die Säulen geht und setz die oben ein. Geht nicht. Nee, schon probiert. Er animiert die Achse beim Drehen, aber das Modell selbst dreht sich nicht mit. Das scheint mir noch buggy zu sein. Das wäre eine Idee gewesen. Aber vielleicht finde ich noch eine Lösung, indem ich eine Säule setze und dann Böden darüber ziehe. Das könnte klappen. Über die Arbeitsstation einfach die Truhen unten an den Boden rankleben. Dann sieht es aus wie ein Regal. Und oben drauf könnte ich auch nochmal Truhen setzen. Und dann haben wir hier wirklich hier unten ganz viel Arbeitsstationen mehr oder weniger und Kisten und was nicht alles für die ganze Koche und die Gebraue und was nicht alles, weil wir haben ja alleine hier noch 3 weitere Stationen.
Ja, wir haben ja noch das Lagerfeuer, den Kessel und den Apothekertisch. Genau. Muss ja die ganzen Kisten können dann hier rauswandern. Wir können uns hier einen Tisch und ein paar Stühle hinstellen und schlafen, genau. Dachte ich mir, oben. Ja. Hier habe ich so eine Art Wendeltreppe gebaut. Und hier kann sich jeder eine eigene Ecke aussuchen und Kisten auch dazu stellen, persönliche Kisten. Ja. Ja, wir haben ja jetzt, du müsstest nochmal die Schmiede abreißen und wieder aufbauen und so weiter und so fort, dass du auch die Sachen bekommst, ne? Aha, mach ich mal sofort. Ja. Da gibt's jetzt nämlich dann Metallkisten und so, die sind halt auch klobig. Alter, und wie mir jetzt zum Ende des Streams auffällt, ich habe den ganzen Stream über noch kein einziges Mal Schlittern benutzt. Heute. Slunger, ja, natürlich kriegst du deinen Slunger, Tommy. Slunger, mein Lieber. Jetzt habe ich auch die Eisentruhe. Aber beim Backofen brauchte ich das jetzt nicht machen, ne? Die Rezepte waren ja schon drin. Ich mach's mal trotzdem vor sich selber. Ja, mach trotzdem mal, sonst kannst du nicht bauen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne, bauen konnte ich denn gerade, weil ich hatte ja schon das Material dafür. Ja, dann. Aber mach's trotzdem mal, wer weiß. Ja. Sicher ist sicher. Das passt doch wie Arsch auf einmal da rein, oder? Naja, fast. Ja, ja doch. Naja, doch, passt. Ja, es geht nicht weiter hinten rein. Sagen wir's so. Man könnte jetzt noch, warte mal, ich habe das, ich habe ja bei mir im auf Sekunde, meinem Sekunde, auch, richtig auch bei mir, Slunge Tommy. Ich habe ja richtig hart Housing betrieben mit Einrichten und so ein Zeugs, ne? Warte mal, ich habe jetzt wahrscheinlich die Materialien nicht, da würde hier Dekoration hier daneben noch so ein Vorbereitungstisch hinpassen. Hast du meinen Stream offen? Sekunde. Jetzt ja. Siehst du es schon? Ja, stimmt, der würde passen. Das ist wieder dieser, der hier ist, ja, der ist eher für die Schneiderei, guck mal, wenn ich jetzt mal ins Licht komme hier, da sind so Stoffdinger dran und Garn und sowas. Mhm. Könnte man von Weitem aber auch für kleine Fläschchen halten, für die Apothekergeschichte. Das hier, finde ich, ist der Apotheker. Ja. Weil hier sind, ja, so, Farbe drauf und Krüge und was noch da hinten, kleine Fläschchen. Ne? Also ich habe echt hart viel mit Housing betrieben bei mir im Privatspielstand. Das Ding ist komplett zugerammelt. Ich muss da mal gucken, jetzt in diesem Mittelbereich, wo wir ja sind, wo ich ja meinte, dass wir da auch noch ein, zwei Werkstationen setzen können. Hm? Ob es nicht sogar Sinn machen könnte, wenn wir das drüben dann so ähnlich machen, wie ich meinte, mit dem Kisten nach oben bewegen. Komm mal mit. Wir können rein theoretisch die Werkbank dahin stellen, wo jetzt die Küche ist. Die aktuelle. Weil wenn wir nach Hause kommen, reparieren wollen, wir kommen rein, zack, reparieren, abschlafen. Weißt du? Weil die Küche wandert ja rüber ins neue Gebäude. Das Ding ist halt, Warte. Die anderen Sachen, die jetzt hier stehen, ne? Die Gerberei, der Steinschneider und der Webstuhl, die sind eher länglich von der Form. Die würden hier mittig schön reinpassen. Und wir könnten dann hier oben in der zweiten Ebene eine Zwischendecke einziehen, um dann da unten dran die Kisten ranzukleben, dass wir hier noch mehr Stauraum hätten. Könnten wir machen, ja. Und dann wären die Werkstationen nicht im Weg? Weil die würden ja länglich stehen eigentlich. Ja. Ja. Und an der Werkbank stellen wir ja eigentlich nur noch Pfeile her und jetzt ehrlich, die 3 Meter können wir auch noch mehr latschen. Oder in unserem Fall Zentimeter. Ich bin halt so ein Monk, ne? Werkstatt-Dinge kommen in die Werkstatt. Ja, aber das ist jetzt halt das Ding, was am breitesten ist, ne? Dachte ich mir. Ja. Obwohl, klar. Die Gerberei hatte hier hinten noch die Trockengestelle und so. Ja, genau, die ist am breitesten, genau, ja. Oder man platziert die Werkstation hier unter der Treppe. Das würde den ganzen Raum ein bisschen offener gestalten, ne? Hier unter der Treppe. Hier in der Mitte ein Feuerchen, weil es ja schon dunkel hier drin. Ja. Und hier oben dran Kisten. Noch mehr. Wenn wir noch mehr brauchen, sollten wir so langsam. Ja, also, wenn es nicht noch 8 verschiedene neue Materialien kommen, dann. Es soll noch ordentlich was kommen, hab ich schon gelesen in den nächsten Patch Notes und so. Okay. Oder wir müssen einfach noch einen Anbau machen, dass wir sagen, das eine ist Eisen, das andere ist Holz. Keine Ahnung. Ja. Oder einfach echt ein komplettes ein Lager bauen ist halt immer doof. Dann rennst du vom Lager wieder zurück in die Werkstatt oder in die Küche, ist halt doof. Genau.
Oder man zieht... Was wir auch machen könnten. Wir ziehen den ganzen Bums drüben von der alten Werkstation hier hin. Alles. Und die Küche wandert wieder rüber, wo jetzt die Werkstation ist. Weil die Küche braucht weniger Platz. Das stimmt, ja. Und hier hätten wir ein bisschen mehr Platz zum Austoben. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel den Webstuhl hinstellen. Mhm. Während dann hier zum Beispiel die Werkbank drin steht, obwohl die, ja, die wird ein bisschen klapper, die eckig ist und die ist rund, ne? Aber so als Beispiel, dass man so in jede Ecke eine Werkstation stellt und in die Mitte einfach eine Reihe an Kisten. So. Würde auch gehen. Und oben schlafen wir einfach. Naja, klar, so machen wir's. Mal gucken, ob wir uns das nächste Mal noch dran erinnern, weil es eine Woche hin, mindestens. Ja, definitiv. So, speicheln! Ja, speichern. Alter, ich hab noch 3 Zuschauer, ne? Was ist denn da los heute? Ja gut, wahrscheinlich der Stream-Abbruch, ne? Ja. Bei mir sind es gerade aktuell noch 9. Leute, bleibt bitte da. Wir wollen noch raiden. Hast du gespeichert? Ich hab gespeichert. Ich geh raus, warte. Jo. Beenden. So, bin raus. Dann lass mal jemanden suchen, dem wir noch eine Freude machen können. Das mal aktualisieren. Ja, so groß wird die Freude heute nicht bei mir. Also von meinem Raid. Aber wen haben wir denn noch? Ich hätte hier jemanden mit nur einem Zuschauer. Der spielt Stranded, Alien Dawn. Seit 3 Stunden. Haus mir mal in den Chat. Ich flüster dir das mal über Twitch zu, weil ich hab ihn gerade über den anderen PC drin. Und da Flüsternachricht an Fenrir. Copy und Paste. Warum geht denn das Paste jetzt nicht? Da ist doch das Paste. Und ja, er heißt wirklich so. What the fuck? Ja. Ah, das müsste noch machbar sein, wenn man Raids vorbereiten möchte, dass man da einfach den Link einfügen kann, ne? Statt immer den Namen einzutippen. Ja. Da muss Twitch nochmal ran. So, Leute, wir raiden jemanden. Erstmal herzlichen Dank fürs Dabeiwesen sein. Herzlichen Dank für den Zuwachs und die Unterstützung. Wassermarsch hast du bekommen, Tommy, genau, hast du. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Ciao. Genau. So, Leute, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Auch, ja, wenn der scheiß Rater hoch war. Ich weiß gar nicht, für wen ich das noch rede. Ich lasse ja gar nicht mehr auf YouTube hoch. Und ja, wir sehen uns Mittwoch wieder. Und wir schauen dann mal. Da wird es wieder Valheim geben. Gehabt euch wohl, Leute, und der Tursenschutz. Wir gehen jetzt rüber raiden und machen dem Guten hier mal eine Freude.